Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil im Themenbereich fast verschwundene Kulturlandschaftselemente in der Heide bei Hermannsburg. Mein Name ist Florian Friedrich, ich leite beim Niedersächsischen Heimatbund das Projekt Spurensuche Niedersachsen digital. Heute widmen wir uns unter anderem dem sogenannten Tiefental, einer eiszeitlichen Schmelzwasserauswaschung, die hier die Landschaft formte und somit im engeren Sinne gar kein Kulturlandschaftselement darstellt, denn Kulturlandschaftselemente sind von Menschen geschaffen, was hier eindeutig nicht der Fall ist. Die Dimensionen des Tiefentals sehen wir zum Teil ganz gut im digitalen Geländemodell, im DGM. Dort zeichnet sich diese tiefe Senke in der Heide und im Wald deutlich ab. Auch andere Spuren sind zu sehen, diese Sprengtrichter dort links unten in der Ecke. Doch auf die will ich erst im weiteren Verlauf eingehen. Interessant ist das Tiefental für die Kulturlandschaftsforschung aus dem Grunde, weil es mit einer Geschichte oder vielmehr mit historischen Ereignissen in Verbindung gesetzt werden kann. Hier in diesem Fall mit dem Erweckungstheologen und Gründer der Hermannsburger Mission, Ludwig Harms, an den hier auch dieser Gedenkstein erinnert. Harms nutzte die relativ steilen Hänge des Tiefentals für Predigten, und zwar im Rahmen des Hermannsburger Missionsfestes. Als Motivation sagte er wohl selbst, dass den Zuhörern die Sonne ähnlich auf den Kopf brennen sollte wie den Missionaren in Afrika. Beim Tiefental handelt es sich somit um eine sogenannte assoziative Kulturlandschaft, also eine Kulturlandschaft, die eben mit so einem Ereignis hier aus dem 19. Jahrhundert in Verbindung gebracht werden kann, woran vor Ort eben die gut gemachte Infotafel und auch der Gedenkstein erinnern. Davon losgelöst handelt es sich einfach um ein schönes Landschaftselement mitten in der Heide, das sich nicht nur bei Wanderern größter Beliebtheit erfreut, sondern in schneereichen Wintern auch bei Rodlern aus der näheren und auch ferneren Umgebung. Das Tiefental ist in der Kurhannoverschen Dank der Schraffuren auch gut zu erkennen, hier im 18. Jahrhundert kartiert, umgeben von einer weitläufigen Heidefläche und wenigen Bäumen. Augenmerk möchte ich hier richten auf die Winserfuhren, die es auch heute noch gibt, und vor Ort auch einen Wall, der sie umgibt, der allerdings nicht aus dieser Zeit stammt, sondern aus dem 19. Jahrhundert. Diese Gewissheit gewinnen wir mit einem Blick auf die Verkopplungskarte, also die Karte der Gemeinheitsteilung, wo die Winserfuhren exakt mit der Einfriedung, die vor Ort noch zumindest in Teilen erhalten ist, verzeichnet wurden in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Interessant ist auch ein weiteres kleines Wäldchen, das in der Kurhannoverschen noch nicht verzeichnet war, offenbar also erst zur Zeit der Verkopplung entstanden ist und hier der Pfarre zu Hermannsburg zugeschrieben wird. Das könnte ein weiterer Grund sein für Ludwig Harms, eben das Tiefental hier mit seinen Missionsfesten aufzusuchen. Das Land gehörte zu seiner Kirche. Die Umwallung der Winserfuhren und auch dieses Pfarrbusches zeichnen sich selbstverständlich auch im DGM noch relativ deutlich ab und sind auch im Gelände noch wahrnehmbar. Besonders deutlich fallen uns im DGM allerdings diese Sprengtrichter auf, die aus der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg stammen, und auch andere Strukturen, die eine militärische Anlage darstellten. Genauer gesagt handelt es sich um einen Fliegerschießplatz aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Der Damm diente dabei zum Aufstellen von Zielscheiben für Flugzeuge aus Fassberg und Gardelegen. Der Bau der Anlage war bei der Forstverwaltung seiner Zeit umstritten. Sie lehnte das ab aus Angst vor Waldbränden. Schließlich setzte sich das Militär aber durch und baute mit dem Einsatz von Zwangsarbeitern die Anlage. Das Gelände wurde planiert, der Damm angelegt und auch noch unter anderem ein Notlandeplatz eingerichtet. Unter Wald in der Nähe des Hauptweges sind noch Bunkerreste zu finden, also Reste eines gesprengten Bunkers der Bedienmannschaften, die hier Zuflucht suchen konnten während des Übungsschießens. Der Fliegerschießplatz wurde 1941 endgültig eingerichtet. Die Sprengtrichter hingegen stammen aus den unmittelbaren Nachkriegsjahren, als hier alliierte Soldaten Torpedos sprengten, die sie aus den Kriegshäfen hierher gebracht hatten. Der überwiegende Teil dieser Sprengtrichter liegt heutzutage allerdings unter Wald und ist somit nicht auf den ersten Blick zu erkennen.
Das Tiefental ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich historische Kulturlandschaftsteile unterschiedlicher Epochen überlagern können. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen ganz kurz den Klecks-Editor schon einmal vorzustellen. Er wird die technische Grundlage bieten für unsere Spurensuche-App, die wir momentan entwickeln. Ich möchte das an diesem Beispiel eben, den gezeigten Beispielen machen. Dafür gehen wir hier auf die Lupe, geben Hermannsburg ein. Da sind wir schon und suchen uns dann den eben gezeigten Bereich, das Tiefental, das ist hier unten. Ziehen wir mit der rechten Maustaste auf. Ein wenig dichter ran. So, wunderbar. Da sind wir schon. Dort sehen Sie schon einige Objekte verzeichnet. Zunächst dieses große grüne Objekt, die große grüne Fläche. Das ist ein ehemaliges Naturschutzgebiet. Kein klassisches historisches Kulturlandschaftselement, ein Naturschutzgebiet, aber hier ist der Anlass für Michael Hoffmann gewesen, das Ganze zu kartieren, weil das Naturschutzgebiet 2019 aufgelöst wurde und in einem größeren Naturschutzgebiet aufging. Uns bietet das hier die Möglichkeit, er hat auch bei der Gelegenheit viele Fotos eingestellt, da bietet es uns die Gelegenheit, einen besseren Blick auf die Heide zu bekommen. Ich war im Januar da, das macht nicht so attraktive Fotos. Hier sind es Fotos eben aus dem Mai, da sieht die Heide ganz anders aus. Das aber nur am Rande. Gehen wir wieder zurück, das Element wieder raus und schauen uns die anderen Elemente an. Auch von Michael Hoffmann eingestellt. Hier der Gedenkstein für Ludwig Harms, direkt am Parkplatz platziert. Und das eigentliche Tiefental ist ja hier hinten. Ist also eine schöne, reizvolle Wanderung durch die Heide dorthin. Des Weiteren hat Michael Hoffmann auch hier die Bunkerreste verzeichnet, die ich eben gerade schon präsentiert habe. Da klicken wir mal drauf und sehen dann neben den vielen Fotos, die er eingestellt hat, nicht so ganz viele Informationen. Er wusste offensichtlich nichts über den eigentlichen Hintergrund, hat erstmal nur beschrieben, was er vor Ort gefunden hat. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich selbst habe dann hier erstmal kurz den geschichtlichen Hintergrund ganz kurz ergänzt, sodass das ein bisschen deutlicher wird. Auf der Karte selber sehen wir ja auch, dass die anderen Objekte noch nicht verzeichnet wurden. Das werde ich bei Gelegenheit nachholen und dann zu diesem Anlass auch ein kleines Videotutorial erstellen, das ich dann hier auch in diesem Rahmen präsentiere. Einiges ist hier sogar schon kartenmäßig hinterlegt. Das ist die OpenStreetMap, die im Hintergrund liegt. Dort sehen wir also schon den Damm verzeichnet. Und ganz interessant, das habe ich eben gerade gar nicht erwähnt, hier diese Spur zeigt noch an, wo hineingeschossen wurde ins Tal. Also die Flieger kamen von hier, schossen dort hinein. Und das ist etwas Spektakuläres, das ich eben auch nicht dokumentiert habe oder Ihnen nicht präsentiert habe. Das ist ein Anflugpfeil in der Heide, der dort zur Zeit der Nutzung, also um 1941 oder ab 1941 in die Heide gelegt wurde und immer noch zu erkennen ist, trotz der vielen Jahre, die vergangen sind und auch Heideentkusselung etc. Auch ein Phänomen, dem wir noch nachgehen wollen. Wie gesagt, das wird bei Gelegenheit nachgearbeitet. Wenn Sie sich bei Klecks Online, also beim Klecks Editor, registrieren, dann können Sie sich hier einloggen und haben unter anderem auch die Möglichkeit, hier oben rechts unter den Karten eine historische Karte auszuwählen, nämlich die preußische Landesaufnahme, die wir hier für diesen Bereich hinterlegen konnten. Wenn man den Mauszeiger mal auf die Karte stellt, sieht man, das ist die Ausgabe von 1910 und die Quelle ist die Universität Greifswald, die uns gestattet hat, ihre alten Bestände einzuscannen und eben hier in diesem Rahmen zu präsentieren. Vielen Dank an dieser Stelle dafür noch einmal. Denn das bietet uns viele Möglichkeiten. Wir sehen hier zum Beispiel die Winser Fuhren verzeichnet, auch den Pfarrbusch, den eben gezeigten, sehen wir eben um 1910 eindeutig verzeichnet. Und wir können die Bienenzäune ganz anders zuordnen, denn hier hat Michael Hoffmann zwei aktuelle Bienenzäune in der Heide fotografiert und auch beschrieben. Klicken wir auch mal drauf. Neben dem Foto finden wir dann nämlich noch ein Bild der Informationstafel, die dort zu finden ist. Im Zuge des Heide-Panoramaweges wurden viele interessante Schautafeln aufgestellt. Diese hier beschäftigt sich mit der Heideimkerei.
Wir verlassen das Objekt wieder und schauen auf der preußischen Landesaufnahme mal, wo die Bienenzäune um 1910 standen. Das hat nämlich nichts mit den heutigen Standorten zu tun, zumindest nicht direkt. Da waren hier drei Bienenzäune verzeichnet, hier oben noch einer. Das war eben die Zeit um 1910, als die Bienenzäune frei und ohne Umwallung schon aufgestellt wurden. Wir finden aber hier auch eingegeben ein Objekt aus dem ersten Teil dieses Videos. Die Imkstelle, die habe ich dort mal eingetragen als Objekt. Das ist die Zeit der Heideimkerei mit den umwallten Bienenstellen, sodass wir hier mit der historischen Karte und den eingetragenen Objekten einen guten Eindruck der Entwicklung der Heideimkerei gewinnen können. An dieser Stelle auch der Hinweis, dass dieses Gehege hier unten, was wir hier erkennen, unten rechts in der Kartenecke, das ist offensichtlich auch eine historische Bienenstelle gewesen. Liegt hier im Kartenschnitt, ist auch ganz spannend hier, 1910, und dieses Kartenstück ist von 1899. Da hat sich in dieser Zeit offensichtlich also auch nichts getan, da das Objekt genau auf dem Kartenschnitt liegt. Das ist offensichtlich auch eine historische Bienenstelle, sie ist auch im DGM zu sehen und ich muss bei Gelegenheit dort einmal nachschauen und das weiter dokumentieren, wenn sie mir jetzt nicht zuvorkommen, was aber auch in Ordnung wäre. Genau. Das sind so die Möglichkeiten hier vor Ort. Wir gehen mal wieder auf eine andere Karte, in dem Fall mal den Webatlas. Fühlen Sie sich durchaus angeregt, mal in Ihrer Heimatregion zu schauen, ob dort schon Klecksobjekte eingegeben wurden. Wenn das der Fall ist, dann können Sie die gerne ergänzen, wenn Sie zusätzliche Informationen, gerade auch gerne über den historischen Hintergrund haben. Sie können aber auch, und das ist die Regel in Niedersachsen, wenn dort eben noch keine attraktiven Objekte oder Ihnen bekannten Objekte eingegeben worden sind, das gerne schon einmal beginnen und sich so an der Spurensuche in Niedersachsen beteiligen. Ich würde mich sehr freuen. Meine Kontaktdaten finden Sie am Ende dieses kurzen Filmchens. Und bis dahin bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.